So, wir wollen sprechen über das Ölembargo. Was bedeutet es? Das machen wir mit dem Wirtschaftsexperten Klaus-Jürgen Gern vom Institut für Weltwirtschaft an der Universität Kiel. Ich grüße Sie dahin. Hallo. Schönen guten Tag, meine Freunde. Schauen wir erstmal auf die Außenwirkung. Wie hart trifft ein EU-Ölembargo Wladimir Putin? Ich glaube, man sollte jetzt die Erwartungen nicht zu hoch hängen, was die unmittelbaren Auswirkungen angeht. Öl ist natürlich das wichtigste Exportgut für die russische Wirtschaft. Aber Russland hat sich auf eine solche Situation relativ gut vorbereitet, sitzt auf großen Devisenreserven. Also selbst wenn sie einen erheblichen Teil davon nicht nutzen kann im Moment, so ist das, was dort vorhanden ist, noch reichlich. Und die Regierung hat eine geringe Verschuldung in den letzten Jahren gefahren, hat sich im Prinzip finanziell vorbereitet auf die Situation, dass es einmal knapper wird. Okay, also vor diesem Hintergrund, das Ölembargo aus Ihrer Sicht sinnvoll? Ich glaube schon, dass es sinnvoll ist, aber was jetzt beschlossen wird, ist letztlich keine große Neuerung. Es wird lediglich festgeschrieben eigentlich und mit Terminen versehen, was bereits seit Wochen unterwegs ist. Dort, wo es möglich war, wurden die Bezüge von russischem Öl schon deutlich heruntergefahren. Nicht zuletzt in Deutschland ist das ja zu einem erheblichen Teil schon passiert. Und die 6 Monate, die jetzt als Frist gesetzt worden sind, sind wahrscheinlich mehr als ausreichend für die allermeisten Länder, um sich jetzt komplett vom russischen Öl zu verabschieden. Okay, da haben wir das Handy kurz ausgemacht. Ich nutze die Sekunde, um eine nächste Frage zu stellen. Sie haben es angesprochen. Ich mache noch mal die Zahlen rein. 35% russisches Öl war im vergangenen Jahr jetzt schon runtergefahren auf 12%, also weniger als die Hälfte. Und Robert Habeck hat auch heute noch mal in der Abschlusspressekonferenz in Meseberg die 6-Monats-Frist angesprochen, die es in diesem EU-Vorschlag ja gibt, und sagt, es werden in dieser Zeit weitere Vorkehrungen getroffen. Was sind das denn für Vorkehrungen? Was muss da jetzt noch getan werden oder kann noch getan werden? Ja, man muss jetzt natürlich versuchen, die Voraussetzungen zu schaffen, auch dort das russische Öl zu ersetzen, wo es gegenwärtig schwierig ist. Bekannt ist ja die Raffinerie in Schwedt, die schwieriger mit anderem Öl zu versorgen ist als die übrigen Raffinerien in Deutschland. Hier sind einige Vorkehrungen zu treffen, damit dann in absehbarer Zeit auch dort auf russisches Öl verzichtet werden kann. Yes, Robert Habeck hat auch gesagt, das ist der Preis, den wir jetzt zahlen müssen. Dieses Ölembargo ist stemmbar für Deutschland, aber wir werden die Folgen deutlich spüren. Können Sie das für uns mit Leben füllen? Was wird das bedeuten? Ich glaube tatsächlich, dass die unmittelbaren Folgen dieses Beschlusses heute gar nicht groß sein werden. Denn wie gesagt, es wird eigentlich nur auf dem Papier nachvollzogen, was in der Realität bereits passiert. Wir haben schon höhere Ölpreise aufgrund des Bestrebens, anderes Öl einzusetzen als das russische. Und diese Ölpreise werden auf längere Sicht jetzt hoch bleiben. Aber ich rechne eigentlich nicht damit, dass wir jetzt noch starke weitere Preisanstiege bekommen. Denn das, was jetzt beschlossen worden ist, ist nicht wirklich neu und in den gegenwärtigen Preisen wahrscheinlich weitgehend schon enthalten. Okay, weitgehend schon enthalten, weil das war ja noch die andere Idee. Letzte Frage, die dahinter steht, dass wir sagen, wenn die EU das Ölembargo jetzt durchsetzt, kann Putin zwar weniger verkaufen, aber durch diesen erstmaligen Preisanstieg, wenn das woanders in der Welt verkauft, doch noch ordentlich Geld zu machen. Habe ich Sie richtig verstanden? Das sehen Sie auch eher unproblematisch, diesen Faktor? Unproblematisch würde ich nicht sagen. Das ist tatsächlich so, dass die Ölmengen, die Putin mit einem inzwischen ganz erheblichen Preisabschlag in der übrigen Welt losschlagen kann, die erzielen immer noch Preise, die in etwa so hoch sind, wie das Öl vor dem Krieg gekostet hat. Insofern sind die effektiven Verluste für den russischen Staat im Moment noch sehr überschaubar. Ich danke Ihnen, Klaus-Jürgen Gern, nach Kiel für diese Einschätzungen. Gerne.